Lucia Schlegel, Präsidentin vom Tourismusverein Reckigen Glüringen. Was hat man hier auf diesem Minigolfplatz alles machen müssen? Ja, also wir haben im letzten Jahr eigentlich beschlossen, an der GV von Reckigen Glüringen Tourismus, dass wir die Minigolfanlage hier im Sand in Reckigen gerne würden erneuern, sanieren. Es war nicht ganz einfach gewesen, gerade von den Behörden, vom Kanton, von den Bewilligungen, die man braucht, einfach auch von der Lage her, weil wir hier im Wald sind, mit dem Blinden und Hochwasser. Haben dann aber die Möglichkeit gefunden, dass man die Bahn nicht erneuert, sondern saniert. Das heisst, die Bahnen sind geblieben, die Metallfassungen ringsum, und man hat einfach innen die Platten eigentlich ausgewechselt. Das sind vorher Eternitplatten gewesen, also hat man jetzt hier ein Faserzement reingetan, schönes Rot, und wirkt natürlich gerade wieder viel schöner und ist alles wieder neu und gepflegt, tipptopp. Jetzt am 5. Juli ist die grosse Eröffnung, das ist ein Donnerstag. Wie müssen wir sich die Eröffnung vorstellen? Was wird da vorgehen? Ja, Donnerstag ist vielleicht gerade ein bisschen ein spezieller Tag, so auf der ersten Anschein. Es ist aber so, dass Reckigen Glüringen Tourismus immer am Donnerstag, also Inschafruntag, einen speziellen Anlass auf dem Programm hat für die Gäste, für aber auch die Einheimischen. Und darum haben wir beschlossen, dass wir die Eröffnungsfeier auch am Donnerstag machen. Das ist so, dass wir ein Einweihungsturnier geplant haben. Am Nachmittag um 2 Uhr fängt es an, bis um 16:30 Uhr, dann kann man kommen und mehrere Runden spielen. Es wird einfach die tiefste Runde dann gewertet. Und anschliessend an das Turnier, etwa um 17:30 Uhr, haben wir dann die Eröffnungsfeier, ein Apero geplant mit auch der Rangverkündigung. Jetzt, was macht denn die Anlage so besonders? Was schätzen die Leute daran? Ich glaube, das Schönste an dieser Anlage ist die Lage. In diesem Lerchenwäldchen hier ist natürlich im Sommer vor allem tipptopp, immer schön ein bisschen im Schatten und nicht gerade der prallen Sonne ausgesetzt. Das ist sicher schön. Dann hat es ein bisschen weiter oben einen Spielplatz, gerade anschliessend. Es hat einen Grillplatz und vis-à-vis unten am Minigolf geht das Freibad von Reckigen. Und ich glaube, da als Gesamtpaket ist einfach auch für die Leute sehr schön, dass man es eigentlich kombinieren und einen schönen Sommertag hier geniessen kann. Merci Lucia Schlegel für das Interview. Gerne geschehen, merci auch.